speichert eure Passwörter. Der Campus wird erweitert. Sogar noch mehr als gewöhnlich. Der Campus hat ein neues Gebäude eröffnet. Ist das nicht wunderbar? Achtung, der Stundenplan hängt jetzt aus. Jahresendwertung ist jetzt verfügbar. Bitte keine unerlaubte Panik. Willkommen an alle Erstsemester. Wir haben vor euch mehr Angst als ihr vor uns. Und das war's auch schon mit der heutigen Show. Wird das ein Klassiker? Das kann ich nicht sagen. So etwas muss erst etwas in der Marinade der Zeit vor sich hingären. Wer weiß, ob der heutige Tag als Klassiker in die Geschichte eingeht. Mache ich gerade die Show zum Kult oder setze ich alles in den Sand? Und wie sieht es jetzt aus? Wer weiß? Echt schräg. Mehr Radio folgt in Bälde. Bildung ist nicht erstattungsfähig. Studierende werden gebeten, sich nicht bitten lassen zu müssen. We'll be right back.
Studierende werden gebeten, sich großartig zu amüsieren. Häufige Fragen. Nein, es gibt keine Verlängerungen. Euch. Fähigkeiten sind nicht übertragbar. Thank you.
Willkommen bei Radio Campus. Die heutige Show wird euch präsentiert von der Orbi-Stiftung. Meldet euch noch heute vor Ort im Campus an. Die Orbi-Kugel ist eine runde Sache. Die perfekte Lösung mit der perfekten Form. Aber bitte, bitte lest euch alles gut durch, was ihr da unterschreiben müsst. Bitte. Wir entschuldigen uns für den Müll, den ihr... Oh, das war ich. Geht es nur bergab. Sind lang und sie niederzuschreiben kostet wertvolle Zeit. Aber was ist die Alternative? Maggie hat für uns recherchiert. Ja, ich habe meine eigene Kurzschrift entwickelt, um massiv Zeit zu sparen. Dadurch kann ich in Vorlesungen gut aufpassen und gleichzeitig Notizen machen. Klar, manchmal ist das Ergebnis ziemlich schwer zu entziffern, was wiederum... Zeit vergeudet und echt deprimierend sein kann. Falls ihr also echte Kurzschrift beherrscht, meldet euch doch bitte bei mir. Ja? Die Universität schenkt euch sonnige Zukunftsaussichten, überschattet von Schulden. Das Studienjahr nähert sich dem Ende. Kein Grund zur Sorge. Zeit zum Entspannen und um sich auf das nächste Jahr vorzubereiten. Die Jahresendwertung steht fest. Sieh mal einer an. Ja.
ein Jahr ist vorbei. Willkommen an alle Erstsemester. Wir haben vor euch mehr Angst als ihr vor uns. Schalten wir zu Wanda, die offenbar über Poster berichtet. Ja, heute reden wir über Poster und insbesondere darüber, was sie über euch aussagen. Ein Jasmine Odyssey Poster sagt mir, dass ihr nett seid und gut duftet. Ein Autoposter sagt mir, dass ihr auf mechanischen Kram steht, so wie Vergaser, Auspuffrohre und Getränkehalter. Und ein Cheesy Gubbins Poster sagt mir, dass ihr richtig doll hungrig seid. Hausmeister im Schlafsaal benötigt. Sandwiches werden gegessen von mir. Thank you.
zu sein. Jetzt neu bei Smell My Cash. Das Studentenleben ist schon hart genug. Da können wir euch wenigstens jede Menge Geld geben. Smell My Cash für Studierende. Klar, ihr müsst es irgendwann zurückzahlen, aber darüber könnt ihr euch später sorgen. Erinnerung an alle Studierenden. Denkt daran, dass ihr freiwillig hier seid. Einmal vielen Dank an die Orbi-Stiftung, die unsere heutige Show gesponsert hat. Danke auch für die merkwürdigen Kekse. Ich glaube nicht, dass wir das so schnell wieder machen, aber es war durchaus interessant. Wie auch die Kekse. Thank you.
Kinder werden gebeten, sich selbst zu finden. Bitte zurück ins Krankenhaus. Besten Dank.
dran. Zitieren statt plagiieren. Das Jahresende naht. Ihr könnt immer noch durchstarten. Hier ist die Harrison Wolf Show, Leute. Los geht's! Hallo, hier ist Harrison Wolf. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um ein Thema, das mir wirklich sehr am Herzen liegt. Genau das Richtige, wenn es mal wirklich heikel wird, wenn man draußen ein seltsames Geräusch gehört hat oder wenn man sich einfach nur vor dem Postboten verstecken möchte. Ihr habt's erraten. Es geht um Panikräume. Das Studienjahr beginnt. Ich hoffe, ihr habt alle genug Stifte. Jahresendwertung gibt es jetzt. Achtung, erst einschreiben, dann studieren. Bitte auf die Flüssigkeitsaufnahme achten. Ein guter Panikraum ist nichts ohne die richtige Ausstattung. Klar gehören einige Dinge einfach zur Grundausstattung, wie etwa Kekse, eine Taschenlampe, Wasserflaschen und so weiter. Aber es spricht auch nichts gegen etwas persönlichen Stil. Ich zum Beispiel habe in meinem Panikraum eine Bowlingkugel. Dort übt es sich bestens, finde ich. Ist eine Illusion.
In Sachen Überwachung halte ich persönlich nicht viel von Kameras. Mein Motto ist, sehe ich dich nicht, siehst du mich nicht. Also setze ich auf möglichst technisch einfache Lösungen, wie etwa Glöckchen an strategisch platzierten Schnüren. Hörst du es bimmeln? Hast du Besuch? Natürlich könnte es auch einfach die Türklingel sein. Für besonders Gewiefte empfehle ich Rechen. Niemand erwartet einen Rechen auf dem Boden. Man verteile sie einfach überall im Garten und voilà, tritt der Schurke drauf, bekommt er ordentlich 1 auf die 12. Das Geräusch ist fast noch schöner als das Klingelbimmeln. Soll ich nur anfangen? Dee. Ich fühle mich einfach so ziellos, weißt du? Orbi. Ich brauche irgendeinen Zweck. Stiftung. Wer braucht schon einen Sinn im Leben, wenn man Orbi hat? Wiederhole eine Testdurchsage.
fragen. Nein, wir